eine solide High-End-Cutter, technisch sauber ausgeführt nach den Kriterien, ist viel höher zu bewerten als eine große Shio-Cutter, die vom Schwierigkeitsgrad her höher ist. Los geht's! Mein Name ist Simon Bernauer, ich betreibe Karate seit 1999 und bin nach meiner aktiven Wettkampfkarriere 2005 in die Kampfrichterei gewechselt. Ich wollte nach Beendigung der Karriere auch weiterhin aktiv im Wettkampfgeschehen dabei sein. Der Grund, weshalb ich Kampfrichter geworden bin, ist, dass ich nach meiner aktiven Zeit dem Karatesport etwas zurückgeben wollte. Es macht Spaß, man ist mit jungen Leuten zusammen. Es ist natürlich die tolle Gemeinschaft unter den Kampfrichtern. Darüber hinaus ist auch die Zusammenarbeit mit den vielen unterschiedlichen Kollegen Kampfrichtern über die Bezirksgrenzen hinaus ein sehr wichtiger und interessanter Punkt der Kampfrichterei. Man muss viele Kämpfe machen, man muss auf viele Lehrgänge gehen und man muss sich auch persönlich, auch im Dojo, wo wir ja trainieren, auch immer fit halten. Wir wären natürlich froh, wenn wir noch mehr interessierte Damen und Herren hätten, die sich für dieses Segment interessieren. Es kann auch nicht jeder Kampfrichter werden. Man muss ein gutes Auge haben, man muss ein Gefühl für den Wettkampf haben und auch Entscheidungen treffen wollen. Aka, Jul! Wenn auch du Kampfrichter werden möchtest, wenn auch du auf der Matte stehen möchtest und Kämpfe entscheiden, Kämpfe führen möchtest, dann komm zu uns zum Bezirk Schwaben. Wir bilden dich aus, wir schicken dich auf Lehrgänge, wir schicken dich auf Turniere, so dass du dein Können und dein Wissen über die Kampfrichtereien sukzessive erweitern kannst. Wir freuen uns auf dich. Dein Karatebezirk Schwaben.